So. Die Abfahrgeräte stehen alle noch am Hof, gell? Abfahrgeräte? Ja, jetzt hier der Überladewagen und der JCB und. Der JCB in der Garage und dein Krone-Anhänger. Den habe ich hier hingestellt noch. Genau, den Rest habe ich schon hier, was ich brauche. Gut, dann schnapp ich mir den Check. Hol mir meine Krone und komme ich erste Ladung ab. Alter Schwede, diese Kamera. Oh, jetzt. Da wirst du ja seekrank. Boah, wie langsam der ablädt, Alter. Das ist so ein Riesenloch und das kommt so langsam da raus. Das kann man bearbeiten. Überladungsgeschwindigkeit. Ja, halte ich aber nichts von solchen Maßnahmen. Ja, ich sag jetzt mal, es muss ja nicht jetzt sein, dass es zipp Ja, und ja, so meine ich nicht. Aber war so 30% drauf oder 20% drauf oder so. Ja. Muss ja nicht im Sekundentakt gleich eine Anhängerfüllung rausknallen, das wäre ja wieder. So, ich habe den Hof verlassen, bin auf der Straße Richtung Ort. ja, Überladewagen steht hier. Musst du drunter fahren und dir den Arm dann positionieren. Jawohl. Weil es könnte tatsächlich aber doch sein, dass es ergiebiger ist, weil ich sehe gerade, ich fahre nämlich nur noch 8 km/h. Dass Es ich sagen jetzt. fast alle, dass es ergiebiger ist, und das Dass sagen quasi die einiges. Füllmenge dieselbe ist, weil er halt komplett ausgelastet ist von der Arbeit her und ich deswegen Ja. jetzt langsamer fahren muss. Dann Das wäre es kann sein. tatsächlich ergiebiger. Ich habe da vorne gleich wieder ein ausgewachsenes Stück. Da bin ich mal gespannt, ob er schneller wird. Dass die Belastung nicht da ist. Genau. Weil es im Grunde ja trockener ist dann, ne? Als dieses Ja. mega feuchte Zeug. So, ich biege ab. Das sieht auch voll fleckig. Jetzt bin ich gespannt, wo er steht. Richtung Shop steht. Ah, ich sehe ihn. Wie komme ich denn da hin? Ach, auf dem Feld lang. Ah, den Glas benutze ich auch. Ich mag Klaas ja eigentlich auch, Der ne? 900er, der ist Bombe. Bei mir jetzt ein bisschen alles weggezogen. Ich fahre Okay, jetzt der. generell nur 8 km/h. Eigentlich müsste der 10 km/h fahren. Selbst wenn ich Ja. gerade nichts ernte, fahre ich 8 km/h. Musst du den warten? Nö. Hab schon Alles gedacht, dass gut. es wegen Reparatur oder sowas ist. Alles tipptopp. Ja, jetzt hat er mal wieder 9 km/h. Maulerfloch. Und ich fahre auch bergab eigentlich gerade. Also von daher, keine Ahnung, irgendwas ist hier merkwürdig. Ich habe das Gefühl, das Spiel spackt schon wieder ab. So, jetzt werde ich hier mal irgendwie versuchen, eine Dings anzunehmen, irgendeine Spur.
So. Na, da komme ich ja weit mit. Ich bin voll. Ich spring's weg. Ja. Nicht alles hat reingekommen. Nicht alles. Nee, ist ja auch mehr drin. Aber nicht wirklich viel. Das wäre jetzt ein bisschen, was da noch übrig ist. 56 gehen bei dir rein und 65 waren drin. Und War jetzt? so, ne? Ich habe die Zahl gar nicht richtig gesehen. Ich fand es voll wenig, auf gut. Ich überlege gerade, wie ich am besten zum Hof komme. Wenn ich jetzt hier rechts fahre, links fahre und bei unserer Wiese lang. Warum muss ich nicht durch den Ort? Ehrlich. Ist relativ doch, weil du da nicht hochkommst. Also, wir haben da halt keinen offiziellen Weg. Bei der Wiese? Ja, da ist eigentlich Anfahren? kein Weg. Ich will da noch einen Weg hinbauen, habe ich mir vorgenommen. Aber im Moment ist da noch keiner. Ein Steilhang. Oh. Ich wäre gleich voll. Irgendwas stimmt mit dem Spiel nicht. Warum was jetzt? Weil auch die Zahl, also der Füllstand hoch ruckelt und das ging vorher in 1 durch flüssig. Das stimmt, das habe ich auch schon gemerkt. Kann man sagen, das leckt regelrecht nach oben. Ja. Immer so schubweise. Aber komplett, Alter. Das ist mir auch schon so aufgefallen. Ich wusste nur nicht, ob das jetzt irgendwie doch an meiner Hardware irgendwie liegt, was ich mir echt nicht denken kann. Oder ob's. Irgendwas ist ja ganz merkwürdig faul. Am Ende muss es doch irgendwo endlich mal gepatcht. Mal richtig gepatcht, auf jeden Fall. So, wo ist der Klaas? Hier. War es bei dir auch Gras, das Stroh, oder? Ja. Im ersten Tat. Moment kriegst du einen Schock, wenn du das nicht, wenn du das nicht Ja, vor allem weißt, wenn ne? du das auf dem ersten ernsten Spielstand hast, Ja, das ist bei mir wo du dich gewesen. jetzt auf Stroh vorbereitest und dann kommt auf einmal Gras raus, kann ich mir vorstellen, dass das echt ein beschissener Augenblick ist. Ja, aber sobald du dann das wieder halt voll machst und dann deinen Spielstand ladest, ist das, was du schon als Gras rausgeworfen hat, auf einmal wieder Stroh. Okay. Da denkt man sich echt sowas wie Arsch. Also das ausgeworfene Gras ist dann Stroh. Wenn es jetzt wieder. Interessant ist auch, wenn ich mit dem Ladewagen hier neben fahre, dann haut da immer noch was aus dem Häcksler mit in den Anhänger rein. Ja, der Häcksler hat ja auch einen Speicher. Aber ganz, ganz minimal nur. Ich glaube 6.000 oder 8.000. Ach, da bist du ja schon wieder.
habe ich hier beim Anton, wo ich den Anton geholfen habe, gesehen. Der hat, glaube ich, 6.000 oder 8.000. Also. Ne. Ich kann den Anhänger sogar noch drehen. Diesen Kasten hier oben drauf. Wie krass ist das denn? Jawohl. Läuft. Ja, das ist multitaskingfähig, ja? Bin wieder weg. Ja, das geht schnell, ne? Guck mal, ich hab immer noch nicht leer, du bist schon wieder voll. Ey, fahr unsere Pflanzen nicht kaputt. Hab ich genau gesehen. Habe ich eine erwischt? Zwei. Nicht wirklich. Ja. Das waren Wühlmäuse oder sowas. Auf jeden Fall. Mais-Wühlmäuse. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob du wieder hier bist, bevor ich voll bin. Weniger Alkohol, du bist erfahren. Das Ding, was mir gerade schon wieder ein bisschen missfällt, ist einfach. Ja, es war jetzt nicht gewollt, dass ich den Mais umfahre. Nee, dass ich halt ja trotzdem konstant weiterfahre, aber dieser Füllstand da so hoch leckt. Und ich glaube tatsächlich, dass wir dadurch Material verschwenden. Ich wette mit dir, dass das Programm bzw. diese hier Giants Physik sich bei sowas verrechnet. Weil lass es nur mal irgendein ungeraden Füllstand sein oder so, dann tut sie ja eigentlich auf oder abrunden. Und wenn es permanent passiert, verlieren wir ja permanent Material. Ja, genau. Das ist. Ich meine, dann springt er immer gleich ein ganzes Stück hoch, aber ich weiß nicht, ob wir dabei jetzt nicht echt Material verlieren. Der springt immer so 200, 300 springt er hoch. Und vorher ging das in 1. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Aber Luas oder sowas schmeißt nichts. Keine Ahnung, ich müsste wahrscheinlich gleich mal auf den Server gucken. Alter, heute ist echt der Wurm drin, ne? Und Konsole im Spiel hast du aktiviert. Nee, die muss ich erstmal wieder aktivieren. Ach Habe ich so, vorhin schon ja, stimmt. festgestellt. Hast ja neu installiert, genau. Ja. Wundert mich die ganze Zeit, warum ich nicht meine FPS anzeigen lassen kann. Denkst du, F3, 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 wieso geht das nicht, verdammt? Bis mir eingefallen ist, ach ja, muss die Konsole wieder aktivieren. Geht bei mir bei F2. Tausend habe ich jetzt drin. Selber, Nee, siehst du? weißt du was? Ich habe die Bahn jetzt zu Ende. Wir gehen mal eben raus. Ich will mal auf den Server gucken. Du, das ist bei mir bei F2, die FPS anzeigen. F3 eigentlich. Nee. Ah nee, mit F3 war entriegeln. Genau. So. Bleib mal stehen. Warte, ich lad gerade ab. Ach so. Ja, nächste Unterbrechung. Es ist heute irgendwie nicht der Tag. Ne? Ich nehme Nicht nicht richtig. auf, obwohl ich spiele. Dann spinnt mein PC rum, beziehungsweise. Was Ne? schon wieder? Nee, jetzt aber, jetzt spinnt der Server rum anscheinend. Also irgendwas ist hier auf jeden Fall fehlerhaft. Läuft heute überhaupt nicht. Und man will doch einfach nur mal in Ruhe eine Runde zocken. Ich habe schon so viel Zeit verdödelt, eigentlich nebenbei, die ich mit Zocken eigentlich verbringen wollte. So, kann ich? Ja, kannst du. Speichern und raus. Ja, machen wir noch eine Unterbrechung, Leute.